Oh, das müssen sie sein, meine neuen Bongos. Und los geht's. Sich komisch an. Sag mal, was ist das für ein Zeug hier? Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Wie oft habe ich das jetzt eigentlich schon gesagt? Es waren schon ein paar Folgen jetzt. Egal, wir wollen heute weitermachen mit der Soundbar. Das Video von letzter Woche, da haben wir die Soundbar aufgebaut, das Gehäuse, und zwar auf ja, etwas andere Art und Weise als sonst, mit Hilfe von kleinen IKEA-Gehäusen. Verlinke ich euch gerne nochmal in der Ecke. Und ich war nicht untätig in der Zeit jetzt. Ich habe das Ding weitergemacht. Das gute Stück liegt hier vor mir. Es ist doch kein Bongo oder sowas. Nein, es ist die Soundbar. Und ihr seht jetzt, uiuiuiui, wird immer schwerer das Teil. Genau so aus. Wir haben hier in der Mitte die beiden Subwoofer-Bässchen verbaut, die 5 Zoll Teile. Außen ist der Breitbänder eingebaut. Ich habe an diesem Lautsprecher, schmeiße gleich was runter, diesen gewissen Abstrahlungswinkel. Und was ihr auch noch entdecken könnt, hier unten seht ihr die 4 Gehäuse noch. Da habe ich kein Lack hingemacht und brauche ich nicht an der Stelle. Da steht es drauf. Von vorne ist es schwarz lackiert, von oben ist es schwarz lackiert. Hier schön alles durchgehend, das Stückchen Holz, was wir letztes Mal aufgeklebt haben. Von der Seite habe ich auch Farbe ran gemacht. Und dementsprechend ist das jetzt der Status von dem guten Stück. Hinten die Passivmembran. Könnt ihr sehen, die habe ich hier jetzt noch beschwert mit dieser Karosseriedichtmasse. Die ist dann noch aufgeklebt. Da braucht ihr so 10 bis 15 Gramm. Damit könnt ihr arbeiten bei dem guten Stück. Und den Verstärker, der soll ja hinten in diesen Schlitz rein. Habe ich noch nicht verbaut. Nur die Kabel gucken hier raus. Das habe ich noch nicht geschafft. Draußen ist ja auch verdammt schönes Wetter gewesen die Woche, ne? Okay, das ist der Status. Erstmal ablegen, das schwere Ding. Ich hatte eigentlich vor, zwei Varianten daraus zu hauen. Einmal eine passive Variante, die ihr mit einem normalen Stereo-Verstärker betreiben könnt, wenn ihr wollt. Könnt euch das Ding irgendwo hinklatschen und könnt Musik mithören. Das geht grundsätzlich. Ja, der Breitbänder lässt sich mit dem Sperrkreis im Bereich um 1500 Hertz ein bisschen runterziehen. Das geht wunderbar. Bassankopplung, Solala geht auch. Aber so richtig im Bass schieben tut das Ding nur, wenn man aktiv unten nachschiebt. Das heißt, indem ich dann eine Filterkurve dem Ding verpasse, diesem Arylic-Verstärker, dass ich untenrum bei 45 Hertz oder sowas nochmal ein bisschen Schub gebe. Ansonsten klingt das Ding, ja, flach will ich nicht sagen, aber sehr verhalten im Bass. Und ich denke mal, ja, ich fand es jetzt nicht so prickelnd, als dass ich das raushauen möchte. Also meine Empfehlung ganz klar, wenn ihr das Ding aufbaut, dann bitte als Aktivvariante, genau so, wie ich das jetzt gemacht habe. Und wie ich das jetzt gemacht habe, das schauen wir uns an. Gleich am Anfang will ich erstmal schnell noch einen Hinweis geben auf die Dämmung von dem guten Stück. Das Bassgehäuse habe ich jetzt überhaupt nicht gedämmt, das ist völlig frei. Da habe ich so jetzt beim ersten Probehören ohne besondere Weiche noch keine besonderen Problemchen gehört, möchte ich mal sagen. Das Breitbändergehäuse mit seinen 2 Litern, die es hat, da habe ich eine Handvoll Dämmwolle reingepackt, Polyester-Dämmwolle, auch nicht groß zusammengedrückt, hineingeschmissen. Und das hat für meine Ohren beim ersten Hören dann auch schon ausgereicht. Ich glaube auch nicht, dass ich da noch groß dran drehen werde für eine Soundbar. Für alle, die das Aufbauvideo nicht geguckt haben, gleich der Hinweis, schaut es euch nochmal an. Der Bass hat nämlich 6 Liter bekommen und der Breitbänder hat 2 Liter bekommen. Und ja, wie kann das gehen, wenn ich da 4 gleiche Gehäuse unterbaue, was ihr gerade anfangs gesehen habt? Ich habe zwischen 2 Gehäuse immer einen Durchbruch und habe eine Trennwand noch drin, dass der Breitbänder auf einem kleineren Gehäuse läuft. Das vielleicht als Hinweis. Für meine ganze Messerei jetzt übrigens habe ich jetzt nur den linken Bereich angeschlossen. Der rechte ist totgelegt.
Der Bass läuft nicht, der Breitbänder läuft nicht. Ich habe jetzt nur eine Seite am Laufen für meine anfänglichen Messungen. Wenn ich einen normalen Stereo-Lautsprecher entwickle, ja, dann habe ich auch nur einen vor der Nase und entwickle an dem. Davon mal ab. Okay. Ansteuern, genau. Ich habe jetzt das Arrillic-Board noch hier oben drauf. Ich habe es hier vorne, wie ich es vorhatte, noch nicht eingebaut. Es kann sein, dass ich bei mir in einer guten Stube, wenn ich das Ding installiere, den Verstärker woanders hinpacke. Das habe ich noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Und dementsprechend habe ich es jetzt noch nicht gewagt, hier irgendwelche Löcher reinzumachen und Bedienpanels. Geplant ist es grundsätzlich, dass man es in die Mitte packt. Und ja, wenn man das Ding auch irgendwo mit hinnehmen will, vielleicht mal, dass man es gar nicht als Soundbar nimmt, sondern als Beschallung irgendwo, ja, dann ist es vielleicht auch ein ganz guter Ort, es dahin zu packen. Soweit dazu. Messen tun wir jetzt also, wie gesagt, direkt über das Arrillic Board. Und ja, das kann ja auch Tonsignale über USB annehmen. USB, ja, übers Holz, genau. Über USB annehmen und ich steuere es auch direkt jetzt über USB an. Das heißt, das Ding ist jetzt quasi wie eine Soundkarte und der Verstärker ist da gleich mit drauf. So wird es angesteuert. REW ist in der Lage dazu. Zeige ich euch gerne. Wenn ihr REW hier auf habt, dann ist es so, dass bei den Preferences könnt ihr das hier auswählen, Output Device. Und da seht ihr das Up-to-Stream USB Audio, was genau dieses Board hier ist. Messen tue ich direkt wieder über meine eingebaute Soundkarte im Rechner. Ja, und der geneigte Zuschauer, der mag wissen, dass ich schon mal darauf hingewiesen habe, dass das eigentlich Bananenquark ist. Da war er wieder, der Bananenquark. Wenn man ja Quelle und Source, also im Grunde die Aufnahme und die Wiedergabe über zwei verschiedene Soundkarten laufen lässt, wegen Timing-Problemen. Und aufgrund dessen mache ich das heute hier so ein bisschen anders. Ich setze eine akustische Timing-Referenz mit REW. Das heißt, es wird vorher noch ein kleiner Messton ausgestrahlt, damit REW sein Timing hinkriegt. So messe ich heute. Also ich nehme jetzt nicht irgendwelche Referenzsignale von der Soundkarte, sondern ein akustisches Referenzsignal. Ich muss mich mal anders hinsetzen, damit das alles soweit funzt. Ja, die Standardeinstellung von dem Board. Out of the box. Ich habe das Ding geresettet. Sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier schon die Arrillic Software laufen. Nennt sich ja ACP Workbench. Und die ja, Standardeinstellungen sind tatsächlich das linker und rechter Kanal, der rechte ist wie gesagt jetzt nicht angeschlossen. Loslaufen ab 110 Hertz. Hier mit einer typischen ja, Butterworth-Abstimmung. Güte 0,7 ist der Filter gesetzt. Und der Bass selbst, der, ich scroll mal runter und hier geht das, ja, das Scrollen geht doch jetzt mal. Der Bass selbst läuft bis 110 Hertz und hat dann auch diese Filtercharakteristik. Grundsätzlich gleich mal ein Wort zu dieser Software. Ich habe sie euch ja schon mal einmal grob vorgestellt. Das Video verlinke ich euch gerne in der Ecke. Ich habe ja jetzt in den letzten Tagen damit ein bisschen mehr rumgefummelt. Man muss die Software haben, wenn man mit diesem Board tiefer basteln will, wenn man Weichen machen will, wenn man Filter machen will. Das ist absolut notwendig. Mandatory, sagt man so schön. Die Software kostet 20 Euro. Wenn ihr die gekauft habt, bekommt ihr einen Download-Link. Und einen Schlüssel dafür, dann könnt ihr das auf einem Rechner einmal installieren. Ja, liebes Arrillic Software-Team, diese Software ist gelinde gesagt. Und warum ist sie das? Ja, grundsätzlich funktioniert es. Ich kann die Filter einstellen, ich kann sie zum Board schicken, alles schön und dann läuft die Sau auch. Ja, das Board ist ja schon klasse. Aber die Bedienung von dieser Software, die Fenster scrollen nicht richtig. Manchmal ändern sich plötzlich Parameter, die man gar nicht so richtig geändert hat, weil man am Scrollrad dreht, vielleicht ein Bild scrollen will, stattdessen aber irgendwelche Parameter ändert. Da sind so viele kleine Kinken und Macken drin in dieser Software. Teilweise auch Sachen, die einen normalen Enduser gar nicht interessieren, die ich da sehe. Darf ich daran drehen, darf ich daran nicht drehen? Ich durchblick's es auch nicht. Mittlerweile weiß ich, wo ich drehe und mit den anderen Sachen bin ich sehr, sehr vorsichtig. Grundsätzlich ist diese Software also, ich möchte mal sagen, geschenkt wäre es in Ordnung, aber wenn noch jemand 20 Euro dafür ausgibt und das auch nur auf einem Rechner installieren kann, finde ich es schon ein bisschen.
Ihr wisst Bescheid. Nichtsdestotrotz, nicht lang rumheulen. Da müssen wir jetzt einfach durch. Und das werden wir auf einfach tun. Was habe ich vor? Lass uns loslegen endlich. Ich nehme jetzt erstmal den Bestand auf, also den Status quo von dem eigentlichen Bass. Wie ist die Bass-Performance ohne irgendwelche dazugeschalteten Filter? Und ja, wie mache ich das? Indem ich hier zum Beispiel jetzt sage, bei dem Monokanal, den werde ich jetzt mal laufen lassen. Das ist ja der Basskanal. Ich sage mal bis 500 Hertz. Zack, konnte er da schon sehen. Das ist hier rausgerückt. Und damit mir der Breitbänder nicht in meinen Bass mit reinspielt, jetzt erstmal, das ist ja der linke Kanal, ja, lasse ich den mal loslaufen ab 500 Hertz. So. Und jetzt denke ich mal, ist der Breitbänder weit genug weg, dass er mir mit dem Bass nicht mehr hier reinspielt. Und ich kann erstmal eine reine Bassaufnahme machen. Okay, ich hoffe, es funzt. Alles ist soweit da. Mein Mikrofon habe ich hier. Zwei Nahfeldmessungen, die verheiratet werden. Haben wir mehrfach gemacht. Das mache ich jetzt fast ohne Worte. Einmal vor dem Bass. Die Messung machen. Hier könnt ihr sehen, ich habe die akustische Timing-Referenz da jetzt eingestellt. Und das ist ja genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es wird so ein kleiner Sweep sein und dann weiß er irgendwie, wie das Timing ist. Ich hoffe, es funktioniert. So, ich bin jetzt davor. Ich sage Start für die erste Messung. So, erste Messung im Kasten und diesen kleinen Sweep vorher, dann konnte da, glaube ich, ganz gut hören. Ich schiebe jetzt gleich die zweite Messung hinterher, indem ich hinten an die Passivmembran gehe. Wer sich noch erinnern will, wie das Ding aussah, so, dieser kleine Lappen, den ich jetzt mit 10 bis 15 Gramm beschwert habe. Ich habe jetzt 15 drauf übrigens. Waren es 15? Weiß ich jetzt gar nicht. 10 bis 15 Gramm passt für die Passivmembran. Also wieder Measure und Start. So, beide Messungen gemacht. Das ist erstmal mein Status quo für den Bass. Und die beiden müssen wir noch schnell verheiraten. Das werde ich auch, was ich auch mal eben machen werde. Von der Fläche her muss ich die Passivmembran noch ein halbes dB runterziehen. Das war ja diese Korrekturgeschichte. Das mache ich hier mal live und in Farbe schnell. 5 runter. Haben wir gemacht. Timingmäßig muss ich nichts einstellen. Wir hatten eine Timing-Referenz, das ist der Bassbereich, das läuft. Dann sage ich Trace Arithmetic, verheirate mal fix die beiden Messungen. So, und jetzt habe ich diese orange Kurve hier als meine Referenz. Muss ich mal eben ein bisschen hochschieben. So, ich denke mal, das ist der Bass, den wir haben. Davon können wir in etwa ausgehen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich jetzt ja, um den Bereich 70 Hertz bis ja, ich sag mal 150 Hertz ein Plateau. Hier unten schiebt es noch ein bisschen an und ich möchte hier noch ein bisschen mehr Pegel haben. Und zwar sage ich mal, wie viel mehr Pegel? Also 2 dB, 4 dB, 6 dB. Also 6 dB können wir bestimmt unten noch ein bisschen ranschieben. Ja, wenn ich jetzt an der Weiche fummel, dann müsste ich jetzt jedes Mal wieder, und jetzt kommt ein kleiner Tipp, Bass messen, Passivmembran messen, Messung verheiraten und dann kriegt man dabei so einen Hals. Eine Änderung, wieder das ganze Prozedere. Wie gehe ich vor? Mir reicht's, wenn ich ungefähr sehe, was passiert. Und ja, wie mache ich das? Ich schnappe mir mein Messmikrofon und suche mir jetzt eine Stelle zwischen dem Bass und der Passivmembran, wo die, ich sage mal, in etwa so genau das Ergebnis zaubern, wie ich das jetzt hier in der zusammengesetzten Messung am Rechner habe. Also ich versuche eine Position zu finden, wo ich in etwa
diesen Bassfrequenzgang dann auch sehen kann. Dann kann ich jegliche Änderung im Grunde dann auch darauf schließen. Dazu also das Messmikrofon, was übrigens einen recht dünnen Durchmesser hat, in die viel zu große Mikrofonklammer rein. So, das ist fest. Dann gehe ich mal zwischen Bass- und Passivmembran über das Gehäuse. So in etwa. Und fahre jetzt einfach mal eine Messung und schaue, ob das in etwa gleich ist. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich eine Position habe, die stimmt. Ersatzweise könnte man jetzt auch hier den Generator starten mit weißem Rauschen. Mache ich einfach mal. Läuft. Und natürlich den Spektrumanalyzer starten. So, das mache ich mal eben. Mal gucken. Ist schon interessant. Ich glaube, ich habe sogar schon eine gute Stelle gefunden, weil wenn ich mir das hier so anschaue, dann habe ich hier 60, 69 dB. Hier sind es in etwa minus 67, 60, 9. Was habe ich hier überhaupt vor mir, Mensch? 61 und 67, 6 dB Unterschied. Ich glaube, ich habe hier schon so ungefähr die Form auf dem Bildschirm, die ich hier habe. Aber ich wollte es ja eigentlich über eine richtige herkömmliche Messung machen. Aber ich glaube, das Mikrofon steht schon so halbwegs an der richtigen Stelle. Also ich könnte jetzt jeweils normal den Spektrumanalyzer laufen lassen und so lange hier hin und her schieben, bis ich da ein schönes Bild habe. Wer es machen möchte, der Spektrumanalyzer ist jetzt eingestellt mit einer Psychoakustik-Glättung und nimmt 32 Messungen, die er dann zusammenfasst. Nur mal so als kleiner Einstelltipp. Ich wollte es jetzt direkt messen. Ich mache mal wieder den Generator weg. Und auch den Spektrumanalyzer und fahre jetzt lieber noch mal eine direkte Messung hinterher. So, das Grüne ist jetzt meine Messung von beiden zusammen. Ich vergleiche das noch mal mit dem Orangen. Die anderen beiden Messungen können weg, den ich verheiratet habe. Ja, also in etwa hier, denke ich mal, kann ich die orange Kurve wiederfinden in der grünen Kurve. Also nochmal, die orange ist hier zusammengesetzte. Die grüne ist eine tatsächlich gemessene Kurve. Die nehme ich jetzt einfach mal für mein Vorhaben. So, was habe ich jetzt vor? Ich hatte gesagt, auf alle Fälle hier ein bisschen hochfahren. Wenn ich das richtig sehe, brauche ich gar nicht so viel hochfahren jetzt. Ich sag mal 6 dB vielleicht. Das werde ich einfach mal machen. Jetzt wird es spannend, jetzt kommt die Weichenentwicklung. Ich gehe auf den Bass und werde ihm erstmal grundsätzlich sagen, du sollst jetzt nur bis 150 Hertz laufen. Das ist meine erste Tat. Meine zweite Tat ist, dass ich das bei, ich sage mal, 45 Hertz mal um 6 dB lauter mache. Ihr seht in den Buckel. Ja, das gucke ich mir jetzt erstmal einmal an, was passiert ist. Also, Measure, Start. Mikrofon darf bei der Messung nicht verrückt werden, denkt dran. Wir machen ja, haben uns diesen Standort hier festgelegt. Da können wir schon sehen, dass wir hier tatsächlich jetzt einen Gewinn drin haben. Ich könnte jetzt vielleicht nochmal beigehen und sagen, dieser Huckel gefällt mir nicht hier. Den ziehe ich jetzt mal 3 dB zurück bei 75 Hertz minus 3 dB. Ich gehe wieder auf meine Software hier. Werde einen weiteren Filter setzen. Und sage jetzt bei 75 Hertz hätte ich gerne minus 3 dB. Und damit das nicht so breit wirkt, fahre ich die Güte mal hoch hier auf 2. So, jetzt könnt ihr diesen kleinen Kinken nach unten hier sehen. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt auf meine Messung.
Ich gehe also wieder zurück und sage Measure. So, und bekomme jetzt als Ergebnis welche Linie? Diese Linie hier. So, jetzt habe ich hier meinen Bassfrequenzgang auf dem Schirm, der mir gefällt. Wenn wir das mal so angucken, ist das Ding wirklich schon auf voller Höhe bei 45 Hertz. Es hat eine minus 3 dB Frequenz von etwa 38 Hertz. Und ich denke mal, das soll doch erstmal reichen. An dieser Stelle übertreibt es nicht. Seid da vorsichtig, wenn ihr mit rumfummelt. Letztendlich muss dieses kleine Chassis irgendwo den Pegel herkriegen. Ich habe jetzt auch nur eine Passivmembran drin. Nach den Faustformeln, die man für Passivmembran so hat, und natürlich auch nach dem Video, was ich da gemacht habe, verlinke ich euch hier nochmal. Das waren genau diese Teile, die hier verbaut sind. Wie gesagt, verlinkt. Ja, sollte eine Passivmembran auch ein bisschen größer sein. Das ist sie hier nicht. Und wie gesagt, seid vorsichtig. Irgendwo muss der Pegel herkommen. Und wenn ihr es übertreibt, dann ist das Ding ruckzuck am Anschlag und hat wenig Maximallautstärke. Eins könnt ihr nur. Richtig laut oder richtig tief. Beides geht mit so einem Kram nicht. Kleiner Hinweis. Okay. Weiter im Programm. Bassweiche lasse ich jetzt mal so. Ich lasse es einfach so. Jetzt interessiert mich im Grunde, wie sieht es aus zum Breitbänder hin? Und dafür stelle ich das Mikrofon jetzt auf ein bisschen Abstand und mache munter weiter. Und sollte ich jetzt im Bassbereich irgendwelche fiesen Einbrüche haben oder sowas, dann habe ich schon mal so im Hinterkopf, in der Nahfeldmessung sah es gut aus, das muss der Raum sein. Da muss man ein bisschen tentern, muss man ein bisschen Gefühl für haben. Okay. Ich stelle das Ding auf Entfernung und wie stelle ich es jetzt hin? Tja, wie mache ich es? Also ich würde sagen, ich stelle es mal im Grunde direkt gegenüber von dem Breitbänder, aber senkrecht zu dieser Fläche hier und nicht zu dem Winkel, den ich hier habe. Das heißt, ich gehe einfach ein Stück zurück, mache da jetzt auch kein großes Tuwa-wo von, stelle das Mikrofon mal so auf die Höhe ein. Und bin jetzt hier etwa 70 cm entfernt. 70 cm ist mein Messmikro jetzt vom Breitbänder entfernt. Okay. Ja, dann munter weiter im Programm. Ich gehe wieder auf meine ACP-Software. Die habe ich hier. Und kümmere mich jetzt um den linken Kanal. Der Bass, habe ich gesagt, hört auf bei 150. Hier. Das war der Filter vom Bass. Das heißt, mein Breitbänder lasse ich jetzt loslaufen ab 150. So. Und mache jetzt einfach mal die erste Messung des Gesamtfrequenzgangs. Also wieder auf REW und munter geht's los. So, das ist mein Gesamtfrequenzgang. Das sieht noch ziemlich wild hier aus. Was ich auf alle Fälle schon mal sagen kann, ist, was habe ich für eine Auflösung? Ah, die ist schon recht groß gewählt, aber egal, ich lasse es so. Was ich hier schon mal sagen kann, der Bass ist jetzt vielleicht zu laut. Ich möchte bei einer Soundbar, gerade im Hochtonbereich, schon ordentlich Pegel haben. Das fördert die Sprachverständlichkeit später. Nicht, dass der Nachrichtensprecher total topfig und mopfig klingt. Ich möchte das schon so ein bisschen hören. Okay. Was ich noch sehe, ist, der Breitbänder muss hier runtergezogen werden, recht breit. Der ist hier im Mitteltonbereich zu laut. Typisch, absolut typisch für Breitbänder. Also nichts, was einem Sorge machen muss. Deshalb sind bei den meisten Breitbandkonstruktionen auch immer Sperrkreise vor davor. Hier machen wir es auf elektronischem Wege. Okay. Womit fange ich jetzt an? Ich ziehe jetzt erstmal breitbandig diesen Breitbänder hier runter und zwar um sage schreibe 1, 2, 3, 4, bis hier so ja, 7 dB, denke ich mal. 7 dB kann ich ihm bestimmt klauen. Mal gucken, was passiert. Ich gehe wieder auf diese Software hier, ACP, und gebe einen weiteren Filter ein. Und dieser Filter soll wirken bei, lass uns nochmal schauen.
1,8 Kilohertz würde ich sagen, also 1800 Hertz. Dann wollte ich es runtergezogen haben in etwa 7 dB, aber nicht hoch, seht ihr, schon falsch gemacht, minus 7. Jetzt macht er eine Fehlermeldung. So, und die Güte, die setze ich mal auf lullerige 0,5. So, das ist jetzt meine Einstellung, die ich hier wähle. Mal gucken, ob das dementsprechend jetzt auch schon funzt. Ich mache die nächste Messung. Ja, eindeutig. Ich habe jetzt hier obenrum mehr Pegel bekommen. Muss man nachher aufpassen, dass es nicht zu nervig ist. Ich habe es hier wirklich schön runtergezogen, diesen Breitbandbereich. Die andere Messung sah so aus und den Betrag haben wir jetzt runtergezogen. So gefällt mir das schon viel besser. Wie gesagt, den Anstieg hier toleriere ich erstmal bei einer Soundbar. Und den Bass würde ich sagen, der ist im Verhältnis jetzt auch zu laut. Den Bass würde ich sagen, setze ich insgesamt nochmal, ja, ruhig, 5 dB runter. Lass uns das mal tun. Ich gehe jetzt wieder hier auf den Bassfilter, das war ja der Monokanal, und kann hier jetzt sagen, hey, insgesamt bitte mal 5 dB leiser. Das geht mit dem Schieberegler wahrscheinlich schneller. So, minus 4,8 passt auch. Und schon bin ich wieder mit der nächsten Messung am Start. Ja, jetzt ist der Bass hier leiser geworden. Er hat hier noch einen schönen Einbruch. Und jetzt, ob der Einbruch jetzt vom Raum kommt oder von der Box, das ist jetzt die große Frage. Und wie beantworte ich mir die Frage? Ja, ganz einfach, indem ich dann nochmal das Rauschen abspiele und mit dem Mikrofon mich mal ein bisschen bewege. Und dann sehe ich, ob dieser Einbruch hier im Grunde ja, wandert oder nicht. Wenn er nicht wandert, ist es die Box. Wenn er wandert, ist es der Raum. Das sind genau die 150 Hertz. Das ist genau der Übergangsbereich zwischen Breitbänder und Bass. Da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen vorsichtig, eine Aussage zu treffen. Das muss ich erstmal ausprobieren. Grundsätzlich für eine Soundbar würde ich das hier schon glatt durchgehen lassen mit den sehr spritzigen Höhen und allem. Ja, dementsprechend würde ich sagen, probiere ich jetzt noch mal rum und gebe dann gleich noch mal kurz ein kleines Resümee von dem Ding und sage euch, ob das so bleibt oder nicht. Bis gleich. So, jetzt habe ich hier gerade noch ein bisschen rumgefummelt. Es ist eine Mischung aus Raumeinfluss und Lautsprecher. Es ist sinnvoll, wenn man die Basstrennfrequenz dann vielleicht noch mal ein Tückchen hochsetzt. Den Breitbänder weiterhin bei 150 Hertz trennen und den Bass ein bisschen höher trennen. Dann füllt sich diese Lücke wieder auf und im Raum müsst ihr eh noch ein bisschen rumfummeln. Und das ist ja gerade das Geile an so einem Arillic Board, dass man da wirklich dann auch rumfummeln kann und das alles ruckzuck ohne große Probleme einstellt. Also grundsätzlich habt ihr gesehen, was ich gemacht habe im Verlauf des Videos. Wer möchte, kann diese Werte dann so übernehmen, die ich da genommen habe. Das heißt, in erster Linie im Bassbereich hier natürlich dann ja, diese 45 Hertz Boost 6 dB nach oben, bei 75 3 dB runter. Und ja, jetzt habe ich hier mal 220. Wie gesagt, an dem Wert könnt ihr spielen. Und für den Breitbänder Trennung ab 150 und bei 1800 Hertz eine sehr breitbandige Absenkung um 7 dB. Das passt dann schon einigermaßen gut. Ja, Resümee, mein Resümee. Ich habe mit einer etwas anderen Abstimmung das Ding ja schon Probe gehört. Jetzt in diesem Video hat sich wieder ein bisschen was anderes herauskristallisiert wegen dieser Lücke. Aber so what? Das ist Lautsprecherentwicklung. Kann ich das ganze Ding empfehlen jetzt hier? Ich würde sagen, für das Soundbar ist das gute Stück schon richtig amtlich. Das bringt richtig Bass-Performance unten rum.
Man darf, wie schon gesagt, nicht übertreiben mit der Lautstärke. Wenn ich den Bass so ein bisschen schiebe, also weiter da Energie reingebe, dann ist er irgendwann am Ende. Mir ist es beim Probehören gelungen, dass der Relic-Verstärker abgeschaltet hat. Da habe ich einfach zu viel verlangt. Ich hatte es aber auch heftig laut. Dementsprechend bin ich da auch nicht böse drum, wenn da irgendeine Sicherheitsfunktion greift und das Ding dann erstmal aus dem Rennen nimmt. Jedenfalls, ich habe es geschafft, dass das Ding abschaltet. Wenn beide Bässe parallel sind, das Ding auch auf 2 Ohm laufen. Das ist ja nun auch nicht ohne. Einstellmöglichkeiten gut. Hervorragend. Hervorragend. Der Breitbänder. Ich hatte letztes Mal gesagt, ich habe den noch nicht groß Probe gehört. Jetzt konnte ich es dann schon machen. Ja, ist wieder mal ein Brüller. 3,5 Zoll, BB 3,5 heißt er. Was kostet das gute Stück? Wer es wissen möchte, ich habe mir mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben hier. Was habe ich denn jetzt ausgegeben? Also die 4 IKEA-Gehäuse, 10 Euro das Stück, macht 40. Holzfarbe, Schrauben nochmal 20 drauf, weil ich habe hier oben noch ein Deckbrett dran und sowas. Die Bässe, darauf hingewiesen, die gibt es im Bundle mit der Passivmembran. Und das Ganze für 53 Euro oder sowas zusammen. Passivmembran plus Bass. Geile Spaßkombi im Bassbereich, muss ich sagen, wenn man eben so ein bisschen schiebt und zieht. Oder man packt ein größeres Gehäuse rein, geht ja auch. Muss ja nicht eine Soundbar werden. Ja, BB 3,5 Breitbänder, gerade schon gesagt. Ist mal wieder ein Burner, das Ding. Sehr klar, natürlich. Geil. Geil. Und kostet, was kostet der jetzt? 2 Stück 76 Euro. So, dann haben wir das Board hier mit 110. Eine Fernbedienung dafür, wer möchte. 10 Euro. Und ich komme zusammen auf 370 Euro oder sowas. Also ich bin unter 400. Die Software habe ich jetzt noch nicht mit eingerechnet. Die müsstet ihr natürlich auch haben. Ich sage mal 400 Euro für eine Soundbar, die gut klingt, die auch laut kann. Ich weiß nicht. Also ich kann es jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen Fertigsachen. Aber ich glaube, dann haben wir doch wieder eine vierstellige Zahl. Mit dieser Qualität und diesem Sound. Da sind wir dann wieder in einem vierstelligen Bereich. Und so gibt er im Selbstbau 400 Euro aus. Das ist eine coole Sache. Ich verlinke euch alles, was ich hier verwendet habe, unterm Video würde ich sagen, könnt ihr reinschauen. Und wie gesagt, ja, ich mache das Ding jetzt erstmal noch weiter hübsch, stelle es bei mir in die Stube und bei Zeiten gebe ich vielleicht noch mal ein kleines Update darüber. Aber wer Interesse hat, ich glaube, der kann dann auch schon loslegen, weil 400 Euro sind, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Ja, wie geht es weiter hier auf dem Kanal? Auf alle Fälle jetzt im Sommer erstmal ein bisschen schlanker. Ich werde jetzt mal so ein bisschen mich in meine Sommerpause zurückziehen. Was nicht heißt, dass keine Videos kommen. Aber ja, ich lasse mich da jetzt nicht stressen, auf dem Samstag unbedingt ein Video rauszuhauen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann kommt es halt am nächsten Samstag. So möchte ich es mal umschreiben. Ja, also auch ich bin jetzt hier so ein bisschen ja, am Sommer chillen. Ne? Dann chillt ihr auch mal schön. Macht's gut. Tschüss!